Ja, hallo, mein Name ist Chris. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir hier im Bereich Excel. Ja, in diesem Tutorial zeige ich euch, wie man solch eine einfache Auswahlliste erstellen kann, eine Art Dropdown-Liste. Und da werde ich zwei verschiedene Varianten zeigen. Und zwar die eine, die schnellere, wo die Daten nur händisch eingetragen werden, und dann die etwas komfortablere, wo wir die Daten aus einem Tabellenbereich auslesen. Starten wir wie immer auch gleich durch. Ich werde hier erstmal die Zeile löschen. Und egal, wo wir jetzt dieses Auswahlfeld oder diese Auswahlliste erstellen wollen, also wir suchen uns einfach irgendeine Zelle aus, müssen wir nur auf das Registerblatt Daten und dann Datenüberprüfung. Hier stehen noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung, aber Datenüberprüfung reicht uns vollkommen aus und da ist es egal, ob wir hier drauf klicken oder hier. Und dann bekommen wir schon dieses Menü. Standardmäßig ist das so, dass jeder Wert zugelassen wird, also überall steht dann sozusagen jeden Wert zulassen, aber was wir wollen, ist ja eine Liste, das heißt, wir wählen uns hier auch Liste aus. Um das jetzt mal schnell zu machen, können wir jetzt als Quelle die Daten direkt eintragen, die wir da in der Liste haben wollen. Und wenn ich jetzt eingebe Eintrag 1 und wichtig ist, wenn wir mehrere Einträge haben wollen, dann müssen wir einen Semikolon eingeben und ich nehme jetzt mal Eintrag 2, Semikolon, Eintrag 3 und dann könnt ihr theoretisch so weitermachen. Wenn wir jetzt OK klicken, würde das schon funktionieren. Aber manchmal möchte man ja auch so ein Hinweisfeld haben, also eine Eingabemeldung. Und das können wir auch direkt mal schnell machen. Und zwar gehen wir hier auf Eingabemeldung und da können wir den Titel festlegen, wo ich jetzt schreibe, zum Beispiel meine Meldung. Und als Eingabemeldung selber können wir hinschreiben, bitte einen Eintrag auswählen. So, das ist natürlich noch nicht alles. Normalerweise ist das so, wenn wir das Dropdown-Menü haben und etwas auswählen, ist es trotzdem möglich, noch weitere Sachen hinzuschreiben. Und das können wir jetzt über die Fehlermeldung steuern. Wir klicken mal auf das Registerblatt Fehlermeldung und als Typ gibt es Stopp. Das heißt, es sind wirklich keine anderen Werte möglich als die, die wir hier über die Einstellungen festgelegt haben. Und dann gibt es aber noch weitere Typen, und zwar einmal die Warnung und die Information. Und der Unterschied ist nicht gravierend, Warnung und Information, aber hier bei diesen beiden lässt es sich auch so steuern, dass wir weitere oder andere Werte hier eintragen dürfen. Bei Stopp ist das nicht möglich und hier können wir selber sogar in der Fehlerbeschreibung etwas festlegen. Sagen wir mal, ja, Fehler und als Fehlermeldung Wert ist nicht zugelassen. Wenn wir das jetzt mit OK beenden, dann sehen wir hier auch schon unsere kleine Meldung, die wir gerade geschrieben haben. Und wenn wir hier diesen Button klicken, können wir jetzt aus den Einträgen auswählen. Ich wähle jetzt mal Eintrag 2, der wird auch direkt eingetragen. Und ich habe ja gesagt, wir könnten ja theoretisch auch andere Werte eintragen. Wir hatten jetzt aber die Stoppfunktion betätigt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendetwas anderes eingebe, zum Beispiel, ja, was nehmen wir? Test und drücke jetzt Enter, dann kriegen wir natürlich unseren Fehler, das heißt unser Titel und das, was wir als Beschreibung dann hingeschrieben haben. Und es lässt sich nichts anderes eintragen, außer das, was sozusagen hier in der Liste vorhanden ist. Die zweite Möglichkeit, sozusagen so ein Dropdown-Menü oder so eine Auswahlliste zu erstellen, ist, indem wir hier eine Liste nehmen, die schon vorhanden ist. Und da ist es egal, ob die jetzt hier ist, ob die in einer anderen Tabelle steht oder wo auch immer. Aber wir machen das jetzt einfach mal hier. Ich mache jetzt mal ein paar davon. Wir wählen das mal hier so aus. Ich ziehe das nur runter. Ihr könnt natürlich richtige Werte hinschreiben. Und damit ihr seht, dass es auch einen Unterschied gibt. Also ich mache hier Eintrag bis Eintrag 10. Und wenn wir jetzt zum Beispiel wollen, dass in dieser Zelle hier diese ganze Liste erscheint, machen wir das gleiche wie vorher. Wir wählen die Zelle halt aus, gehen auf Daten, dann auf Datenüberprüfung. Und bei den Einstellungen sagen wir ja wieder zulassen, Liste und wählen hier die Quelle aus. Und jetzt können wir direkt, wenn wir hier mit der Maus reingeklickt haben,
können wir das direkt auswählen. Ihr könnt natürlich auch das Menü klein machen, indem ihr raufklickt, brauchen wir aber nicht. Und ich wähle mir hier die Daten aus. Und ihr seht, das sind schon, also ist gut gemacht, das sind schon absolute Bezüge. Das könnte man auch relativ machen, aber dann verschiebt sich das beim Kopieren. Das heißt, so ist das mit den Dollarzeichen perfekt. Und als Eingabemeldung könnt ihr wieder irgendetwas eintragen. Ihr habt ja gesehen beim ersten Beispiel, wie das funktioniert. Ich lasse das jetzt aber so und wir können das jetzt im Grunde genommen auch schon mit OK bestätigen. Und ihr seht ja, hier hatten wir die 3 Einträge und hier haben wir jetzt unsere 10 Einträge. Das war es auch schon. Ich hoffe, den einen oder anderen hat das Tutorial ein wenig weitergeholfen. Ich würde mich jedenfalls freuen. Und wer weiß, vielleicht sehe ich euch bei weiteren Tutorials von mir. Bis dahin, ciao.